Sportlich und modern. So wollen die deutschen olympischen und paralympischen Athleten 2016 in Rio de Janeiro auftreten. In der Messe Düsseldorf haben die Spitzensportler von DOSB und DBS im Rahmen einer spektakulären Fashion-Show ihre Bekleidung für das sportliche Highlight in Brasilien vorgestellt. Auch die Verantwortlichen waren restlos begeistert. Die Show, die wir heute gesehen haben, war wirklich einmalig. Sie zeigte so das Lebensgefühl unserer jungen Mannschaft. Und die Kleidung hat das auch, finde ich, sehr gut ausgedrückt. Die fühlen sich einfach wohl in dieser Kleidung. Sie ist nicht nur funktional, sie sieht auch super aus. Sie ist locker und flockig und fröhlich, aber gleichzeitig identitätsstiftend für die gesamte Mannschaft. Bei der Auswahl der Kleidung arbeiteten der deutsche Olympiapartner Adidas und der offizielle Schuhausstatter Siux eng mit den Athleten der Olympiamannschaft und paralympischen Mannschaft zusammen. Es war natürlich total klasse, als Athlet dabei zu sein, weil es einfach, wir sind diejenigen, die es tragen dann 24 Stunden. Und wir testen es ja wirklich auf Herz und Niere und auch unter Extrembelastungen im Training. Und dann ist es natürlich klasse, wenn wir da einfach einen Einfluss drauf haben und das Beste rausholen können. Also es war echt interessant, da zu sehen, was da auch für eine Arbeit hintersteckt, einfach und wie viele Gedankengänge und echt Tiefgründigkeit dahinter steckt. Und der ganze Prozess bis heute hat super viel Spaß gemacht und ja, war eine tolle Erfahrung. Ja, also gerade das Outfit finde ich total cool, ist total bequem. Die Materialien sind auch sehr, sehr angenehm und ich finde auch die Farben schön schlicht gehalten. Und ja, ich finde es auch schön, dass man so ein Gemeinschaftsgefühl hat, weil eben alle Athleten das Gleiche tragen. Neben der Podiums- und Trainingskleidung liefert Adidas erstmalig auch die offizielle Ausstattung für die Eröffnungsfeier. Für den Einzug ins Olympiastadion hat Siux das traditionelle Grasshopper-Modell in Schwarz-Rot-Gold neu aufgelegt. Bei der stimmungsvollen Show auf der Bühne hatten die Sportler mit und ohne Behinderung sichtlich Spaß. Das ist auch ein wunderbarer Weg der letzten Jahre, dass auch in der Kleidung kein Unterschied gemacht wird. Wir sehen Athletinnen und Athleten im Rollstuhl mit Prothesen und wir sehen olympische Athleten. Da wächst die Sportfamilie auch inklusiv zueinander. Als besonderer Gast reihte sich auch Topmodel Lena Gerke auf dem Laufsteg ein und stand den unerfahrenen Models zur Seite. Besonders angetan war die 28-Jährige von der außergewöhnlichen Stimmung unter den Sportstars. Es hat super viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, es war für mich, muss ich sagen, ich bin ja keine Profisportlerin, so wie ihr alle, eine totale Ehre dabei zu sein. Es macht irgendwie tatsächlich, darf ich gar nicht sagen, viel mehr Spaß, weil es einfach eine familiäre Umgebung ist. Die meisten kennen sich hier auch schon und ja, es ist einfach eine coole Geschichte. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Adidas und Siux haben die Athleten in Düsseldorf schon einmal ins große Scheinwerferlicht gerückt. Mit der neuen Bekleidungslinie werden die Topsportler von DOSB und DBS sicher auch bei den Siegerehrungen in Rio eine tolle Figur abgeben.